Mein Name ist Basti. Ich studiere im dritten Fachsemester den Master in Elektrotechnik. Und ich habe letztes Semester an diesem Projekt hier mit Philipp zusammen dran gearbeitet. Genau. Wie er schon gesagt hat, mein Name ist Philipp. Wir studieren jetzt seit 10 Semestern zusammen. Also ich studiere auch im dritten Semester Master. Und im letzten Semester war unser Projekt, einen Fahrzeugprüfstand zu entwerfen und auch zu bauen. Das Thema Go-Kart ist ja insgesamt etwas, was vielen jungen Menschen erstmal sehr nahe liegt, wo sie einen guten Bezug dazu haben. Und es ist natürlich ein brandaktuelles Thema, Thema Elektromobilität, der Übergang vom Verbrennungsfahrzeug zum elektrischen Fahrzeug. Das können wir hier alles mit vielen verschiedenen Go-Karts eben nachbilden. Und nicht zuletzt ist ein Go-Kart einfach ein relativ dankbares Bastelobjekt, weil man sehr gut an sämtliche Komponenten des Antriebsstrangs rankommt. Und es relativ einfach ist, den Antriebsstrang komplett umzustrecken. Heutzutage kann man schwer eine Grenze ziehen, was ist rein elektrische Antriebstechnik, was sind nicht elektrische Antriebe, aber die ganze Welt dazwischen, die Hybridantriebe, erfordert eben, dass es da eine enge Verzahnung und Zusammenarbeit gibt. Und das bietet sich natürlich hier bei dem Go-Kart zum Beispiel ideal an, wenn man eben da die Antriebsauslegung hat, was ein typisches Maschinenbauerthema ist, aber auch den Anteil elektrischer Motor, Umrichter, was ein Thema in der Elektrotechnik ist und natürlich dann das Design des Karts, also mit Seitenschweller und andere Anpassungen, Aerodynamik und so weiter. Da gibt es also in jedem Institut gute Anknüpfungspunkte und das bietet eben für die Studenten die Möglichkeit, da auch interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Also unsere Aufgabenstellung war vor allen Dingen, das Konzept zu entwickeln, Teile zu beschaffen, aufzubauen, diesen ganzen elektrischen Teil, der damit zusammenhängt, die Messtechnik, die Antriebe, die Abtriebe. Und das haben wir getan. Das war ein ziemlich umfassendes Projekt, hat aber auch tierisch Spaß gemacht. Und das Ziel dabei ist es halt, dass man eben so Kleinfahrzeuge wie dieses Go-Kart, wo ich gerade drinne sitze, dann auf diesen Prüfstand aufspannen kann und dann verschiedene Antriebsparameter wie beispielsweise Drehzahl, Drehmoment, Leistung ermitteln kann und langfristig eben auch solche Sachen wie Fahrzyklen nachbilden kann auf diesem Prüfstand. Und damit sollen eben verschiedene Antriebskonzepte wie beispielsweise klassische Verbrennungsmotoren, Elektromotoren oder vielleicht langfristig auch mal eine Brennstoffzelle untersucht werden. Das Schöne ist, dass man dieses Projekt auch mit anderen Studentenprojekten verbinden kann. Wir haben da zum Beispiel im Hintergrund die Fahrzeugampel, die ist in einem anderen Studentenprojekt entstanden und die kann man dann mit einer App steuern. Da sagt man dann halt, okay, Messung starten und dann wird zum Beispiel die Geschwindigkeit und die Beschleunigung gemessen über das Durchfahren einer Lichtschranke. Und das kann man natürlich mit diesem Kart-Projekt hervorragend verbinden. Die nächsten Schritte sind dann auf jeden Fall die Komplettierung des elektrischen Go-Karts, damit dann hier beim nächsten Campus Day mit dem elektrischen Go-Kart gefahren werden kann. Und dann haben wir schon weitere Konzepte im Kopf, die nächsten Antriebsvarianten, hybrides Kart oder Brennstoffzellenkart. Also da gibt es noch viel, viel Potenzial. Und künftige Generationen von Studenten werden die Möglichkeit haben, dass die hier auf unserer Teststrecke Fahrversuche durchführen, Messungen durchführen, Daten aufzeichnen, die sie dann auf diesen Prüfstand übertragen und dass sie letztendlich ihr Wissen, was sie nach und nach im Studium erwerben, an immer aufwendigeren und detaillierteren Laborversuchen anwenden können, sodass sie quasi mit diesen Fahrzeugen durch ihr Studium gehen. Also ich für meinen Aspekt habe davon mindestens einen Einblick ins Projektmanagement, weil wir eben das Projekt von Anfang an begleitet haben, Konzepte erstellt haben, mit auf den Weg gebracht haben, Kontakt zu Unternehmen hatten, zum Bestellungen ausgeübt, Angebote eingeholt. Und das ist ja schon eine projektleitende Tätigkeit irgendwo und dass man eben auch sehr viele Kontakte knüpft. Und das war schon super. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Das kommt in meine Bewerbung rein. Und es war halt auch sehr spannend, so die Theorie und die Praxis zu vereinen. Also so, man startet quasi mit dem ersten Bleistiftstrich und überlegt sich, wie könnte man das Ganze aufbauen, fängt dann an, Schaltpläne zu entwerfen, schaut sich an, welche Komponenten brauchen wir denn dafür, holt sich die ganzen Angebote ein und dann am Ende tatsächlich eine Anlage dastehen zu haben, die auch so funktioniert, wie man das am ersten Tag des Projekts entworfen hat, ist natürlich schon sehr spannend und hilft einem fürs spätere Berufsleben. Ja, auf jeden Fall bewerbt euch. Wir brauchen Studenten. dieses Projekt kann noch gut nach vorne getrieben werden und wir wollen da viele Semester dran arbeiten. Viele Projekte ergeben sich daraus. Es sind Laborversuche in der Entstehung, die also direkt mit in die Lehre mit eingehen. Und das Einzige, was fehlt, sind Elektrotechnikstudenten.